Denen hier vorne willst du gemeinsam auf derselben Bühne stehen? Was meinen Sie, wer mir das in den letzten Tagen alles geschrieben und gesagt hat? Ja, ich stehe mit allen, auch wenn wir in vielem nicht einer Meinung sind, auf dieser Bühne. Brandmauern, Kontaktschuld, Kontaktsperren sind etwas für Schwachsinnige, die keine Argumente haben, die keine Fakten haben, die keine Meinung haben, die keine Ziele haben. Für das höchste Gut stehen wir hier heute zusammen. Für den Frieden, den es zu bewirken und zu erhalten gilt. Deswegen danke ich in tiefer Verbeugung Dieter Hallervorden und seiner Frau, dass sie als eine der wenigen Veranstaltungen in Deutschland heute, da denkt ja kein Mensch dran, dem Weltfriedenstag die Ehre geben und einen Impuls setzen für unsere Gesellschaft, für unsere Welt. Als Sie mich anschrieben, habe ich sofort Ja gesagt, dann habe ich es irgendwie wieder vergessen. Dann haben Sie angerufen vor ein paar Tagen und da sage ich, als Sie sagen wollten, wer alles hier ist, das will ich überhaupt nicht wissen. Setzen Sie mich auf die Liste. Für den Frieden setze ich mich mit jedem ein, der friedenswillig und friedensfähig ist. Denn wir müssen Brücken bauen für den Frieden. Für mich ist der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden das Symbol für unsere Gegenwart, gerade für Deutschland. Leute, werdet wach. Wir können keine Brücken mehr bauen. Die Bahn funktioniert nicht, die Schulen fallen zusammen, VW geht pleite, der Mittelstand, alles geht pleite, Arbeitsplätze gehen weg. Aber das Einzige, was blüht in Deutschland, ist die Waffenindustrie. Das darf doch nicht wahr sein. Ich lasse mich eher durch Schockerlebnisse als durch Theorie wachrütteln. 13. August, die Berliner denken sofort 1961, aber peinlich, an diesem Tag, 13. August 2024, hat das Präsidium der SPD beschlossen, dass Atomraketen auf deutschem Boden stationiert werden können. CDU und CSU, widerspruchslos, lassen Sie einen durchgeknallten Außenpolitiker sagen, ich sage es mal mit meinen Worten, Waffen müssen ja benutzt werden. Ziel Moskau. Man könnte doch mit Raketen ein paar Ministerien beschießen. Und keiner widerspricht in der Partei. Und dann jene Durchgeknallte mit dem Vierfachnamen der untergehenden Partei, die in einer ihrer kriegslyrischen Reden einen Zwischenrufer, der Frieden will, anschreit, weiß ihr Chef, dass sie da sind. Ich nenne nur die Parteien, über die ich 50 Jahre lang an vorderster Front berichtet habe. Das war mein Leben, die Bundesrepublik aufgebaut haben. Sind wir denn verkommen inzwischen in einer Kriegslüsternheit und einer Kriegseuphorie? Nehmen wir nur die Ukraine. Frieden, Diplomatie, Verhandlungen waren vom ersten Schuss der Russen auf die Ukraine möglich. Es war möglich. Ich sage nur Stichwort Istanbul. Stattdessen, in einer Zeit der totalen Bildungskrise, wo wir noch nicht mal Lehrstellen besetzen können, weil die Jugendlichen nichts mehr lernen, da können sie nichts für, sondern die, die politisch versagt haben, will man ernsthaft unsere Kinder kriegstüchtig machen? Kriegstüchtig. Liebe Freunde, ich möchte Kinder, die lesetüchtig, schreibtüchtig, rechentüchtig sind und lebenstüchtig. Lebenstüchtig. Und lebenstüchtig heißt immer friedensfähig. Friedensfähig. Das ist das Wichtigste, was zum Leben gehört. Ich stehe hier als Christ. Ich bin dankbar, dass Dieter Hallervorden eben die Bergpredigt zitiert hat. Das ganze Evangelium von Jesus Christus ist eine einzige Friedensbotschaft. Jesus hat jeden begrüßt,
Friede sei mit euch. Weihnachten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für alle Menschen. Aber die Kirchen, für die Evangelische habe ich Verantwortung getragen in oberster Leitungsfunktion als Laie, 18 Jahre lang. Ich bin erschüttert. Nachdem wir gehört haben, Impfen ist Nächstenliebe, hören wir jetzt allen Ernstes, Waffenlieferungen sind Nächstenliebe. Das ist eine Perversion der christlichen Botschaft. Meine lieben Freunde, was braucht unsere Welt? Keine Kriegstreiber, sondern Friedensstifter.